Was geht, liebe Mid-Humans? Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Kenshi Genesis Gib mir 1000 Tage Solo Playthroughs. Ich habe gestört Bock, hier auszuchecken, was bei diesem Ancient Shipyard abgeht. Ich hoffe, ihr auch. Ich muss ehrlich zugestehen, ich glaube, ich war da noch nie. Na? Bin ich wirklich sehr gespannt, was da auf uns wartet. Und ich bin vor allem sehr gespannt, ob das hier Säure ist oder ob das klar geht. Ich glaube, es geht klar. Es geht klar. Na stark. Schwimmen wir mal darüber, ha? Ist schon ein Stück. Danach haben wir unser Schwimmen auf jeden Fall eine gute Stufe weit oben, ha? Ich denke, wir gehen da easy mit 75, 80 raus. Oder? Ist schon ein kleines Stück darüber. Oh Mann, ich find's ja so witzig, ne? Sie haben ja offensichtlich eine Sache rausgenommen, die sie ursprünglich machen wollten. Denn wir haben hier beim Schwimmen deine Fähigkeit, schneller und weiter zu schwimmen, ohne zu ertrinken. Es ist noch nie jemand in Kenshi ertrunken, oder? Also bei mir ist noch nie irgendjemand ertrunken. Ich glaube nicht, dass das überhaupt möglich ist, ne? Finde ich witzig, denn ne, offensichtlich hatten sie ja vor, diese Mechanik mit reinzunehmen. Sonst würde das ja hier nicht so stehen und haben dann eben am Ende diese Beschreibung nicht mehr geändert, gewissermaßen. Ja, das ist ja ewig weit. Das ist immer so ein Ding, wenn man schwimmen geht, ne? Und ich mir denke mal so, ja, die und die Distanz, schwimme ich lässig, gar kein Problem. Ja, aber auf dem Wasser, beziehungsweise gerade auf so weiten, offenen Gewässern, hat man halt so wenig Anhaltspunkte. Zwecks der Einschätzung, wie weit ist das eigentlich, ne? Übrigens, ich wurde auf was aufmerksam gemacht, was super wichtig ist. Xeno-Liebe geht raus, ne? Ich werde ab jetzt immer sagen, welchen Tag wir haben. Heute ist Tag 160, ne? Beziehungsweise jetzt dann die Nacht Richtung Tag 161. Wir werden hier natürlich mal wieder ein Bildchen machen von Tag 160. Für mich ab jetzt auch, nicht mit dem Fehler, wie ich es früher gemacht habe, einfach ein Bild von der Statustabelle, sondern auch mit dem Tag drauf, denn die Bilder mehren sich auf meinem Handy und ich komme einfach nicht hinterher. Ich krieg's nicht gut hin. Ich weiß, ich habe gesagt, ja, ich schreibe es dann immer in die Comments, das will ich auch machen. Ne? Ich weiß nur selber nie, welcher Tag ist und wenn ich reingucken will, habe ich das gleiche Problem wie ihr. Ich sehe halt die Tagesanzeige gewissermaßen nicht. Ne? Man sieht hier gerade so, ah ja, wir haben 122.000 Geld, sowas in der Art. Oh, Junge! Da geht ja richtig Party da hinten. Yo, what the hell? What the hell? Was geht denn da ab? Okay, da kann ich mir gut vorstellen, dass das eher eine Genesis-Geschichte ist, oder? Aber ist auf jeden Fall wild. Junge, da geht ja, da ist ja eine richtige Stadt. Alter, Leute, da schauen wir uns so um. Ist ja klar. Da sind auch einige Leute zugegen. Wird viel gegessen, wie wir sehen. Gucken wir uns die Geschichte mal an, ha? Wo ist euer Eingang? Hier. Ah, guck mal, da gibt es sogar eine Brücke von hier aus. Stark. Dann nehmen wir die doch direkt mal und guck mal, wer da wohnt, ha? Ist ein tipptopp verheilt, alles ehrbar und so, gar kein Thema. Schauen wir uns die Geschichte hier mal an. Wer seid ihr? Corsair Heavy. Brethren of the Coast. Alter, ihr seid hier so Pirates oder wie? Yo, haben die eine mächtige Base? Kono Besu Itatakimas. Ja, die, Alter, die haben ja eine gestörte Base. Die ist auch richtig cool, oder? Hier mit den verschiedenen Ebenen, das finde ich ja super sick. Was habt ihr hier? Na, ein paar Bars, Waffen verkaufen die da. Hier ein Rüstungsshop, da gehen wir mal noch rein. Wüsste nicht, wer krassere Rüstung haben sollte als wir, ne? Aber vielleicht haben die ja ein Rezept für ein geschwärztes Kettenhemd. Ja, Black Leather Pants? Fast? Blackened Chainmail. Oder geschwärzte Kettenrüstung. Mann, wir kriegen das einfach nicht, Leute. So eine Scheiße, was ist das? Rusted Military Shield. Junge, das ist ja super cool. Na, hier geht echt nochmal... Krasser neuer Stuff. Quiver Belt Bag. Ja, weiß ich jetzt nicht. Was hatten wir hier noch? Waffengeschäft. Das hat allerdings schon zu. Na, die Bars sind halt gewissermaßen immer uninteressant für uns. Ne? Wir wollen ja niemanden rekrutieren. Was haben wir denn hier oben? Was haben wir denn da? Aha, nichts. Das ist natürlich der Hammer. Alter, hier ist einfach gar nichts drin.
fett. Das natürlich, ja. Na? Crazy. Okay. Ja, dann würde ich behaupten, sind wir wieder weg, oder? Ich hatte jetzt gedacht, hier geht vielleicht eher eine Ruine oder so. Na, wo wir vielleicht einen KI-Kern oder sowas rausholen können. Aber ja, well, jetzt ist es halt, wie es ist, ne? Ich habe trotzdem noch einige Missionen parat, die ich gerne machen würde. Und zwar würde ich ganz gerne einfach mal wieder Richtung Border Zone gehen. Na, da haben wir nämlich in Squint unsere kleine Lagertruhe und mal anfangen vom Swamp über verschiedene lukrative Routen ein bisschen zu schmuggeln. Na, ich würde mich gerne einfach viel bewegen, viel entdecken und damit gerne in der Mitte der Map anfangen, solange unsere Statuswerte in Bezug auf Nahkampfangriff und Verteidigung bzw. Katanas und Geschick noch so early bis early Midgame sind, wie sie jetzt eben sind. Na, halte ich für eine gute Idee. Ich glaube, damit fahren wir erstmal am besten. Ich würde sagen, wir schwimmen darüber, einfach weil wir es können. Na, schön weit schwimmen nochmal. Nehmen wir mit. Alter, schwimmen 65, ja, doch weniger geworden, als ich dachte. Vielleicht packen wir gerade noch so 70. Na, klar ist natürlich hier auch unser Arm gewissermaßen ein Problemchen, aber das wird schon passen. Ich bin da guter Dinge. Aber es ist verrückt, oder? Also looktechnisch muss ich sagen, gefällt mir das super gut. Nur, naja, eine Insel ist natürlich immer so eine Sache. Handel? Weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. Ja, wir haben schon noch einiges vor uns, Leute. Ne? Es gibt so viel zu entdecken, was wir noch hart entdecken könnten. Ich würde gerne eine coole Route zusammengestellt haben. Und ich würde wirklich behaupten, dass wir langsam in Richtung tierischer Begleiter gehen. Ich habe mich mal nochmal schlau gelesen. Scheinbar haben viele Leute in Genesis das Problem, dass sie nicht wissen, wie man hier eine Krabbe rekrutieren könnte. Wir könnten da natürlich nochmal schauen. Wir sind ja... Guck, lass mal da reingucken. Wir sind ja durch die Krabbenräuber... Zum Beispiel mit den Räuberblutroten und dergleichen. Ne? Rotsäbel, was weiß ich. Hier Räuberblutrote sind es wahrscheinlich, denke ich jetzt mal. Ne? Den Skelettbanditen und so verfeindet. Ich würde in dem Sinne sagen, wir gehen einfach nochmal. Oder hier Blutplünderer, irgendwie sowas. Ne? Mit denen sind wir ja verfeindet, weil wir mit den Krabbenraidern verbündet sind. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal bei der Krabbenprinzessin vorbei. Krabbenkönigin meine ich natürlich. Und fragen nochmal genau, was die genau haben will. Die hat ja gemeint, ey, unsere Feinde sind vor allem in the pits und so. Na? Und dann könnten wir da ja vielleicht mal jemanden verprügeln, entführen, irgendwie sowas. Und sagen, yo, guck mal, wir sind jetzt voll eure Freunde. Und dann sagen die, Alter, P, ist ja super geil. Hier, nimm eins Krabbe. Na? Das wäre doch geil, oder? Da würde ich gerne hin. War eh ein bisschen witzlos, sich auf den Weg zu machen, irgendeine Ruine zu entdecken. Ich meine, wir haben fast keinen Platz im Inventory. Da sollten wir eh mal noch gucken. Ich habe auch den Tipp bekommen, warum wir nicht mehrere Rucksäcke tragen. Das könnten wir natürlich machen. Allerdings weiß ich nicht. Na, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, das mit dem Rüstungsschmiede-Arc katapultiert uns schon ziemlich weit vor in unserer Spielgeschichte, sage ich mal. Und wenn wir jetzt noch mehr Rucksäcke dabei hätten, stärketechnisch wäre das gerade gar kein Problem mehr. Das steht vollkommen außer Frage. Aber dann können wir so schnell so vieles so krass leer looten. Ich glaube, da geht uns einfach, da betrügen wir uns selbst letzten Endes ein bisschen um die Spielzeit. Na. Außerdem, bis zu welchem Extent man das machen könnte, ja, wir könnten schon sehr viel mitnehmen, bis wir überlastet sind. Das steht vollkommen außer Frage, aber naja. Müsste man mal schauen. Ich meine... Na, mit der Rüstung im Inventar sind wir immer noch federleicht. Das ist natürlich super auch. Kann man gar nichts sagen. Ich meine, die hier wiegt 21 Kilo. Hier haben wir 12 Kilo. Hier haben wir 10 Kilo. Hier haben wir 4 Kilo. Hier haben wir 6. Hier haben wir 6. Da kommt schon was zusammen. Na? Zumal wir auf das hier auch gewissermaßen keine Überlastungsverminderung bekommen. Hier diesen Überlastungsverringerung von 50% haben wir gewissermaßen nur im Rucksack drin. Seid ihr von den Krabbenkrabben? Ja, ihr seid Krabbenkrabben und keine Krabbenräuberkrabben. Okay, ja, dann würde ich sagen, machen wir das, oder? Wir könnten bei der Lost Ruin auf dem Weg vorbeischauen, würde ich behaupten. Ja, und dann würde ich gerne Richtung Mitte der Map einfach mal ein bisschen kämpfen.
regelmäßig gegen irgendwas prügeln. Hä? Ich glaube, das ist jetzt für uns erstmal das Wichtigste. Wir müssen hier diese Statuswerte in der Kategorie Kampf, Waffen und vor allem auch das Geschick nachziehen. Das ist dringend notwendig, wie ich finde. Auch eine Stangenwaffe guter Qualität würde ich gerne mal nochmal ranholen. Das steht außer Frage. Oh, hier gibt's Beakfings. Die wären jetzt gar nicht mal so krass Statuswerte technisch. Ich glaube, ich würde trotzdem einen Bogen darum machen erstmal. Na, wir haben jetzt nichts davon, wenn die uns hier verprügeln. Zumal das eine weitere Möglichkeit ist, wie wir genockt werden können, beziehungsweise wie uns unsere Statuswerte noch wirklich gefährlich werden können, auch mit fetter Rüstung. Und zwar, indem die uns einfach bei lebendigem Leibe fressen, während wir bewusstlos rumliegen. Na, kann passieren, wollen wir jetzt gewissermaßen nicht drauf anlegen, denke ich mal, oder? Check mal doch mal hier die Lost Ruin ab. Speichert automatisch, das ist doch klasse, oder? Super spitze hier. Naja, das ist so unsere Mission, Leute. Ich würde sagen, wir haben schon viele Missionen. Also in meinem Köpfchen gibt es einige Events, auf die ich gestört viel Bock hätte. Ich werde jetzt hier heute, ja, diesen Tag, ich habe einfach Bock zu zocken, ich habe die Zeit dafür. In dem Sinne werde ich jetzt einfach noch ein paar Episoden aufnehmen und es wird schon nicht langweilig werden, da bin ich super guter Dinge. Habt da ein bisschen Nachsicht, wenn ihr jetzt, wie gesagt, Episode 30, 31, 32 irgendwie kommentiert, ey P, mach mal dies und das, dann wird das vermutlich erst Episode 6 und 37 Anklang finden in, yo, na, ihr habt geschrieben das und deswegen machen wir jetzt XY. Also, na, habt das bitte auf dem Schirm. Ah, Tee. Na, und hier Kaffee. Ah, hydriert bleiben. Super wichtig. Tut eurer Haut, eurem Organismus einen Gefallen. Bleibt einfach hydriert. Ich glaube, manchmal unterschätzt man das. Habe ich wirklich das Gefühl. Also wenn ich so drüber nachdenke, jetzt bin ich natürlich mit meinen 3 Jahren sechsstündig Biotechnologie, würde ich sagen, advanceder, wenn es um biologisches Fachwissen geht, als die meisten, aber definitiv kein Experte. Ja, ganz klare Sache. Nehmt nicht alles, was ich sage, hier für absolut bare Münze oder unumstößliche Wahrheit an. Das ist es in vielen Fällen nicht. Was ich euch aber sagen kann, ist, letzten Endes haben wir da zumindest unsere Haut gewissermaßen Traits, also Werte, wie man so sagen will, oder Attribute. Nee, stimmt nicht. Chillt mal. Wie sagt man das? Eigenschaften? Eigenschaften ist gut, wie sie auch zum Beispiel Pflanzen haben. Na, eine Pflanze im Sommer hängt mega in den Seilen, gibt's ihr Wasser, zack, steht die wieder auf, Blätter sind wieder knackig, hängt nicht mehr in den Seilen, wisst Bescheid. Ähnlich, nicht gleich und vor allem auf biochemischer Ebene vor allem gar nicht gleich. Oh, ich verstehe. Na, weiß ich nicht. Können wir schon mal nachgucken? Müssen wir saumäßig vorsichtig sein. Aber sag mal, solltet ihr draußen sein? Ich glaube ja eigentlich nicht, oder? Hat ihr direkt Bock? Oder geht ihr jetzt nur wieder rein? Na, ist mir, glaube ich, gerade ein bisschen zu heikel, muss ich ehrlich sagen. Will ihr jetzt nicht direkt mein Leben verlieren. Zumal man auch irgendwo dazu sagen muss, schmiedetechnisch bzw. generell forschungstechnisch brauchen wir gerade nicht viel. Aber nochmal zurück zum Punkt. Ne? Auf biochemischer Ebene passieren da natürlich verschiedene Dinge. Unsere Zellstruktur ist eine andere. Ne? Während die Triebwerke der Zellen bei Pflanzen, das waren, glaube ich, die Chloroplasten, oder? Zu großen Teilen gewissermaßen, während das bei uns Mitochondrien sind, also bei menschlichen Zellen oder tierischen Zellen. Wisst Bescheid. Ja? Also das ist nochmal eine andere Struktur, sage ich mal. Da gehen andere Prozesse ab. Aber beide Prozesse, die damit zu tun haben, wie eine Zellwand aussieht, sage ich mal, das liegt zu großen, großen Teilen am Wasser, das eine Zelle zur Verfügung hat oder halt generell zur Flüssigkeit. Und deswegen ist Hydrated sein eine super Sache, wenn es darum geht, Skincare, ja, mach das und das, schmier dir diese und jede Creme drauf. Erster Tipp immer erstmal, klar, ich will nicht sagen, greift nicht zu solchen Produkten, wenn ihr das Gefühl habt, yo, ist nötig, ja, holt mich ab. Aber die erste Überlegung sollte immer sein, trinke ich eigentlich genug? Ja, wenn irgendwas mit der Haut ist, trinke ich eigentlich genug? Und dann trinkt mal eine Weile genug. Und ich rede jetzt hier nicht von 2-3 Tagen, sondern schaut mal, dass ihr genug trinkt.
Na, wirklich eure 2,5-3 Liter am Tag. Zu viel ist natürlich auch nicht gut. Guckt mal nach, wie ihr darauf reagiert. In den meisten Fällen sagt man ja, man trinkt dann genug, wenn man immer dann trinkt, wenn man Durst hat. Ich meine, letzten Endes wird unser Körper schon besser Bescheid über sich selbst wissen, als wir Laien, die irgendwie, ne, also ich in dem Sinne zum Beispiel, der da irgendwie sagt, oh, ich weiß dies und das über den Körper, aber viele, gerade chemische Prozesse, bin ich ein bisschen raus. Das ist auch leider der Grund, weshalb ich keine Biologie studiert habe. Ich hätte da sehr viel Bock drauf gehabt, aber ich hatte leider erst ab der Oberstufe Chemie und ich glaube, ich habe schon ein paar Mal erzählt, dann direkt mit Redox-Reaktionen ins Game reinstarten, wenn du quasi nicht mal weißt, wie man es PDE liest, also Periodensystem der Elemente, na, welche Ordnungszahl, wie und wo und wisst Bescheid, solche Geschichten. Wer hat uns entdeckt? Ah, moin. Ja, euch hau ich zusammen. Na, kommt mal mit. Hier ist ja gleich Krabbenstadt, dann können wir da vorm Tor gerne Beef machen. Ein neuer Fleischschild. Ja, ja, kommt ruhig her. Na, war für mich nicht so easy, sag ich mal, der Einstieg. Hatte halt auf der Hauptschule da hatten wir Materie, Natur, Technik. Ja, das war quasi Bio, Chemie, Physik und irgendwo auch angewandte Technik in einem Fach. Das ist natürlich als Anreiz ganz cool, aber wirklich vertiefend auf irgendwelche wichtigen chemischen, biologischen oder physikalischen Prozesse sind wir jetzt in dem Sinne nicht eingegangen, sag ich mal. Ne? Ja. Dann auf der Realschule hatte ich Legende, ich werde jetzt den Namen nicht droppen, ich weiß nie, wie es dabei ist, aber wir hatten einen legendären Chemielehrer, der hat basically gar nichts gemacht. Ja. Klar, wenn man da in der Realschule ist als Jüngling, denkt man, oh cool, wir chillen da und so, gell. Aber letzten Endes war es natürlich nicht wirklich dienlich für meine Entwicklung in diesen naturwissenschaftlichen Disziplinen, sag ich mal. Ich wünschte, da wäre mehr passiert. Vielleicht wäre ich dann auf dem Gymnasialbaum, wenn man das so nennen darf, ne, besser klargekommen und hätte dann vielleicht über ein Biologiestudium nachgedacht. Aber never say never. Wisst ihr, wie ich meine? Man kann ja trotzdem interessiert sein und sich hier und da irgendwelche Papers durchlesen oder so. Steht ja jedem frei. Also ich weiß nicht, ob das Leuten, die nicht studiert haben, klar ist, aber ihr könnt ja auf diversen wissenschaftlichen Websites oder von Unis oder dergleichen einfach nachlesen, was es so für jüngste Veröffentlichungen gibt. Für viele Sachen braucht ihr gibt's eine Paywall, dass ihr irgendwie einen Zugang braucht, aber die meisten Sachen kriegt man eigentlich auch irgendwie for free. Das heißt, wenn einen das interessiert, hat man eigentlich immer die Möglichkeit. Free Knowledge ist schon immer cool. Muss man natürlich irgendwo dazu sagen, sehr, sehr viele Sachen auf Englisch, sprich, wenn man damit nichts anfangen kann, hat man hier und da gewissermaßen eine Sprachbarriere. Aber na, bei mir ist das glücklicherweise nicht der Fall. In Englisch war ich immer super fit. Das lief gut. Zum Glück. Muss echt sagen, ich finde, mir fällt es immer wieder auf, Englisch zu können, richtig gut, ist so Gold wert. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ich einen Song anhöre, fast egal welcher Dialekt oder na, welcher Akzent das im englischsprachigen Raum ist oder sein könnte, ich verstehe das meistens auch ohne in die Lyrics zu gucken. Klar gibt es Ausnahmen, aber das ist schon cool. Auch einfach jedes Video auf Englisch einfach gucken können, das ist schon ziemlich cool. Ich wünschte auch wirklich, eine Sprache, die ich gerne noch auf dieses Level bringen würde, wäre bei mir natürlich Japanisch. Jetzt ist Maddie ja gerade beispielsweise in Japanisch 1 unterwegs. Da bin ich immer fleißig dabei, mitzulernen, was sie so gelernt hat. Ne? Aber das reicht natürlich bei weitem nicht. Bin ich am Überlegen, ob ich mir da vielleicht irgendwann mal, was weiß ich, mit einer Sprach-App oder so was gönnen. Oder, na, Maddie hat natürlich auch die ganzen Dateien. Könnte ich da mal durchlernen oder so. Ich muss auch sagen, wir hatten neulich unser Fest des Lebens, als wir quasi gewissermaßen Städte und Ländernamen ins Japanische übersetzt haben. Also wir hatten die Zeichen und dann musste man quasi raten, welches Land das ist. Und die werden dann halt schon witzig geschrieben stellenweise, ja, also, ja, waren witzige Sachen dabei. Ich würde gewissermaßen sagen, ich glaube, viele Leute fänden das witzig. Vielleicht müssen wir im Stream mal so ein Japanischblatt ausfüllen. Es ist schon lustig. Du kannst dich den Meistern nicht widersetzen. Ach komm, ich heil die hoch und schlag die zusammen. Du wirst schon sehen, wie ich mich denen widersetze. Ey, ich muss so sagen, oder komm.
Mit der Rüstung sind wir so boosted. Wir sind so boosted. Ihr könnt mich alle mal. Yeah. Ich bin nämlich so krass. Hier, guck mal, ich mach deine Fesseln auf. Lass mal schauen, wie krass du bist. Na, was? Was? Ja, ja. Ist wie es ist, ha? Heil noch den hoch, der steht gleich wieder auf im Idealfall. Solange diese Krabbe hier neben uns steht, mache ich mir wenig Sorgen, dass hier irgendjemand, ne? Sie werden meine Rationen einbehalten. Das tut mir leid für dich, ne? Aber das macht nichts, glaub mir. Na, dem geht's hier gar nicht gut. Du willst Ärger mit mir? Ja, das könnt ihr natürlich haben, ne? Aber muss jetzt nicht sein eigentlich. Muss jetzt nicht sein. Uiuiui, die kriegen gut auf den Deckel. Heilen wir direkt wieder hoch. Na, unser Feldarzt, der muss noch weit in die Luft katapultiert werden. Ich würde sagen, das ist jetzt auch eine Sache, die werde ich jetzt on the fly die ganzen nächsten Episoden, bevor ich eure Vorschläge gewissermaßen bekomme, so oder so tun. Na, also meine Idee war eh, wenn wir dann irgendwie so einen riesen Squad zusammenschlagen, heilen wir die danach alle hoch, was das Zeug hält. Wir werden alles heilen, was irgendwo unterwegs ist, wird geheilt. Na, ganz klare Sache, Leute. Gar keine Frage. Oh, hier im Sterben. Das könnte ich natürlich noch retten, wenn ich wollte. Ja, komm, retten wir ihn. Dann fällt hier zwar vielleicht das Bein ab, aber naja. Na, lieber, ne? Wisst Bescheid. Alter, wisst ihr, sowas als Haustier wäre halt schon sick, oder? Ja, wir fragen jetzt mal bei der Krabbenkönigin nach, wie es da ist, oder? Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit in Genesis geben, als ob sie das rausgenommen haben, dass man Krabben rekrutieren kann. Jeder hat doch Bock auf Krabben. Das ist doch nichts, wo man sagt, oh ja, lass das rausnehmen. Jeder feiert das gottlos. Ich folge ja zum Beispiel Lo-Fi Games auf Instagram und ich sag euch, jeder zweite oder dritte Post hat einfach nur die Caption Crab und ist irgendein Clip, wie irgendeine Krabbe irgendwas macht. Ja, also jeder liebt die Krabben. Ja, das ist schon Krabben einfach. Wer feiert sie denn nicht? Hier, guck mal, gönnen wir uns ordentlich. Was war hier? Ah, ja. Hooded Cloak, klar. Dacht grad schon. Ja, ist natürlich hier Kokolores. Müssen wir schon schauen, dass wir unser Zeug beisammen halten. So, wie geht's dir hier drüben? Stellst dich auch tot, alles klar. Na, euch geht's allen klasse. Kein Thema im Übrigen, ne? Habe ich gerne gemacht. So. Ich lieb's so. Ist die ihn eigentlich hier gerade? Ja, oder? Oh, da könnten wir gegen anheilen. Versuchen wir's mal, oder? Tot. Well, ne? Nicht so gut geklappt. Hier, schau mal. Oh nein, Zweier-Hit, Leute. Scheiße. Ich dachte gerade, wir gehen auf die Krabbe los und war gerade kurz richtig perplex. Die Krabbe uns einen Hieb gegeben. Schlecht ausgesehen. Ja, die Krabben töten die halt auch immer gerne mal ziemlich schnell, gell? Das ist schon verrückt. Was haben wir denn hier? Rein da, rennen erstmal dahin, Whisperwind, dass wir da mit von der Partie sind. Vielleicht landen wir dann noch ein Hit-Hit-Eli oder so. Ja, sieht leider nicht so aus. Aber wir können nochmal heilen, das ist doch klasse. Hier, guck mal, ich bin da und ready to fight you. Na, so wie der rote Shanks, der bei Marine vor. Ich meine natürlich bla 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 und ich habe gar nicht gespoilert. Na? Okay, come on, ist ein 15 Jahre alter Spoiler-Alert hier, ne? Hab nichts gesagt. Der rote Shanks halt, man kennt ihn. Yakimono Shanks. Alter Junge, ist das cool. Warum ist alles so cool, Mann? Weißt du, so kann es nur so eine coole Sprache sein. Ich kann jetzt auch meinen Namen schreiben. Also das kann ich zwar schon lang, ne, aber jetzt kann ich so richtig. Das ist schon ziemlich cool. Es sieht auch super cool aus. Ich würde es euch auch zeigen, wenn ich Bock hätte, meinen gesamten Vor- und Zunamen zu leaken. Na, muss jetzt erstmal nicht sein. Muss jetzt erstmal nicht sein. Ja, die werden hier einfach gesnackt. Ja, ich weiß ja nicht. Na, ich muss euch schon sagen, Beakfing oder so sehe ich nicht wirklich als Begleiter. Krabbe und irgendeinen coolen Hund. Oder Wolf. Ne? Oder Hyäne. Dazwischen pendel ich gerade so ein bisschen hin und her. Also irgendwas Wolfs-, Hund-, Hyänenartiges.
oder eine Krabbe. Das wären so meine Favorites Stand jetzt. Da dürft ihr gerne hier mal in den Comments dalassen, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr das ja auch schon in den letzten beiden Episoden gemacht. Ich meine, ich habe ja vermehrt darüber geredet, wie machen wir das und bla bla bla. Die Ancient als ne, Haustier zu haben, wäre auch super. Ein Gorillo oder so würde ich auch hardcore spüren. Ne? Eine Sumpfschildkröte fände ich auch genial, obwohl ich da glaube, dass die Kampfkraft eher nieder wäre. Aber das wäre ja okay. Wisst Bescheid. Jo, Alter, jo. So eine, oder? Eine Azure Warrior Crab. Das wäre schon so scheiße cool. Hier. Are you still a crabless one? Since all this time? Well, sadly yes. Since you are now part of the family, maybe I could help you with that. Das wäre hammergeil, ja? However, it won't be anytime soon. All of our crabs are already paired with someone. You'll have to wait a few years while our breeders raise some more. Few years? Naja, 1000 Tage sind ja ein paar Jahre, ne? I can't wait that long. I really need one now. Come on, my queen. I see you have plenty of them. Ja, komm, irgendeinen Weg muss es doch geben. Sorry, we can't give you what you desire. Please be patient. Mother Nature takes time to shape these magnificent beings. Ja, da ist natürlich was dran. Kann ich trotzdem nochmal mit dir reden? Gibt's hier irgendjemand mit Diplomatiestatus? Außer dir. Wenn der Dialog weg ist, darf ich sie vielleicht nochmal ansprechen, hoffe ich. Sie hat doch irgendwie mal gemeint, ey, diese und jene Leute, na. Of course not. I took a few under my wings as soon as it was possible. Crabs are the best fellas ever. Wenn ich das sag, was sagt sie dann? Nee, ich sag jetzt nochmal das. Ja. Although I noticed a few of you are lucky enough to have several crabs, right? Vielleicht sagt sie dann, ja, weil die haben diese und jene Verdienste geleistet, oder? Yeah, it happens sometimes. Someone prominent like me can even have 10 of them as bodyguards. You must have a solid experience with crabs as well. Alles klar. Sorry, but I sincerely doubt it's your case right now. Well, too bad. I had a lot of money to show you how eager I was to possess one of them. I understand. I have one last question, though. Are those Azure Warrior crabs around you? Hier, nee, komm. Vielleicht hat sie Bock auf Cash? You can't possess crabs the same way you own farm animals. They are way more complex beings, just like any human. Alles klar. You need to open your eyes wider, Schwester. Okay, okay. Ich will doch nur eine Krabbe, Mann. Oh, es ist so sad. Kann ich dir nicht einfach ein bisschen Cash geben, wie bei anderen Fraktionen oder so? Es muss dann eine Möglichkeit geben. Mann, ich will doch nur eine süße Krabbe haben. Leute. Darf ich hier rein, Krabbe? Vielleicht haben wir hier ja wieder Pech, Glück. Junge, du hast doch 900 Krabben. Na? Du ertrinkst den Krabben. Man kann dich nicht mal anklicken, so viele Krabben hast du. Nee, nicht Krabbe. Ich will mit ihm reden. Wenn ich darf. Na, er kommt gar nicht gut klar. Naja. Okay, ja, es ist, wie es ist. Wir können hier leider nichts tun, Leute. Naja, okay. Wir könnten... Wo war nochmal der Turm vom Bluthund oder so? Irgendwie so... Was? Wer ist da mit uns verfeindet? Wer war das gerade? Da. Du. Wer du? Du? Quatsch, oder? Hier drin, oder was? Hier draußen jemand? War das jemand von euch? Ja, ja, du hier oder so, ne? Ja, dann schlagen wir hier nochmal rein. Ist ja klar. Ja, schwierig, schwierig, muss ich ehrlich sagen, ne? Wir müssen uns irgendjemanden ranholen.
Ist ja kein Problem. Wisst ihr, wir sind ja super Assassins und so. Das ist ja nicht das Ding. Ich sehe da gute Chancen, dass wir da klasse jemanden mitnehmen können und so. Die Frage ist nur wen. Ich glaube, Räuber Blutrote, die hier unterwegs sind, die sind ja offensichtlich mit den Krabbenleuten verfeindet. Das heißt, wir müssten von denen eine Stadt finden. Haben wir doch schon hier und da, oder? Und da vielleicht mal irgendwie das Oberhaupt oder so entführen. Und hierher bringen. Aber wo bringen wir das dann überhaupt hin? Haben die hier eine Art Polizeistation? Eigentlich nicht, gell? Was mache ich dann damit? Was mache ich dann damit? Einfach zur Krabbenkönigin bringen oder... Was machen wir dann? Naja. Okay, ich würde sagen, wir schauen uns mal danach um, oder? Wo könnten die chillen? Ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal hier um, oder? Wer wohnt denn hier? Da haben wir Verbündete, dann sind da bestimmt auch Krabbenleute. Vielleicht müssen wir einfach mal nach mehr Orten schauen. Vielleicht gibt es einen anderen Krabbenort, an dem wir Krabben kaufen dürfen oder so. Na, einfach mal ein bisschen hier die Gegend weiter aufdecken, oder? Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. So, wegen Säureregen gucken wir, dass wir hier natürlich, ne? Alles klar. 28 mph im Sneak. Wen haben wir hier? Ja, mit denen haben die auch Beef, aber mit denen habe ich kein Beef und das würde ich gerne erstmal so beibehalten. Ich habe das Gefühl, das ist hier und da ganz nützlich für uns. Ne? Kann die super heilen. Die machen manchmal Beef an unserem Außenpol. Echt, oder? Haben wir uns da ein Bein gesnackt? Klar. Gell? Kleines Beinili. Haben wir es mitgenommen? Ja, guten Appetit. Klar. Ja, das ist natürlich schon auch super süß. Das können Krabben wiederum nicht. Ne? Gliedmaßen so im Mund rumtragen. Ja, ja. Ha, es ist so schwierig, Leute. Die Entscheidung ist auch so hart. Eine Krabbe wäre schon super cool. Gerade so eine Azure Warrior Crab oder so eine Seaweed Crab. Hier, vielleicht kommen wir beim fehlenden Chunk vorbei. Den hatte ich ja in dem Video gezeigt. Hier, das war, glaube ich, der Ort, wo ich die gottlose Aussicht gefilmt hatte, oder? Ja, das kann ziemlich gut sein. Ich glaube, das war genau hier. Seht ihr mal. Na, zeige ich euch natürlich alles noch, ist ja keine Frage. War ja gewissermaßen nur ein Zusammenschnitt. Na, das sind wahrscheinlich immer noch die, die vor der Stadt chillen. Naja, wir brauchen irgendwie mehr Krabbendörfer. Ich würde sagen, wir schauen hier mal vorbei, oder? Vielleicht sagen die ja, hey, willst du eine Krabbe kaufen? Und wir sagen so, yo, geile Idee. Na, sind wir dabei. Wäre doch lässig, vielleicht haben wir ja Glück. Ich meine mich nämlich zu entsinnen, dass ich in Vanilla Kenshi meine Krabbe auch nicht in der Hauptstadt gekauft habe. Also nicht in Krabbenstadt, sondern in irgendeinem Dorf nebenan. Ah, ich krieg's nicht mehr richtig zusammen. Ich glaube, ich hatte auch nur 2 oder 3 Mal in meiner gesamten Kenshi-Zeit eine Krabbe. Ja. Muss ich ehrlich mit euch sein. War noch nicht allzu oft gewissermaßen. Und ich habe noch nie, wirklich noch nie, einen tierischen Begleiter gehabt mit, ich sag mal, 50er, 60er, 70er Stats plus. Also, na, so Mid- bis Late-Game-Stats hatte ich noch nie. Immer irgendwann das Gefühl gehabt, die menschlichen Leute sind einfach besser. Oh, das ist ein Gurgler-Schwarm. Da könnten wir reinprügeln. Wenn wir die Alpha-Gurgler rausnehmen, könnten wir mit dem Rest eventuell Schlitten fahren. Wir sind halt Martial Arts down, deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Die haben mich direkt bemerkt. Ja, dann sollten wir uns erstmal verpieseln, würde ich sagen. Das gibt wahrscheinlich 1 oder 2 Hits. Das ist aber in Ordnung. Sollen wir ein bisschen gegen die kämpfen? Mit unserer Rüstung sehe ich nicht allzu große Probleme, muss ich sagen. Wir können immer noch die Flucht ergreifen. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir das Gefühl haben, es wird brenzlig oder so. Das ist ja gar kein Problem. Hier, guck mal. Kommen wir mal ein bisschen rein, Whisperwind, oder? Wisst ihr, wie ich meine? Sowas gibt natürlich hier direkt einen ordentlichen Boost drauf, wenn man 4 auf einmal trifft. Dann auch noch mit dem Schaden. Und jetzt sind ja erstmal nur die Kleinen bei uns. Das ist doch klasse. Ja, 0er bis 1er Hits. Wisst ihr, wie ich meine? Da lachen wir ja drüber. Oh, yo. Metzeln wir hier mal ein bisschen durch, würde ich sagen, oder?
Naja, Leute, mit 0 Damage kommt ihr bei uns nicht weit. Na? Da kommt ihr nicht weit. Stark. Na, Geschick natürlich auch rüstungstechnisch nochmal verringert. Mit 14, das ist einfach echt Schmutz. Also. Aber Alter, levelt sich hier ja rapide. Nahkampfangriff ja auch. Super stark. Wer seid ihr? Alter, yo, wie gehst du denn rein? Das sind Samurai. Oh, Junge, wie er ihn wegbladet. Oh, shit. Die armen Gurglers. Bisschen blöd, dass ihr meine Trainingspartner jetzt kaputt macht, aber stark, wie ihr da reinbladet, Alter. Sieht ja super cool aus. Oh, da kommen dicke Krabben. Ja, mit denen lege ich mich safe nicht an. Das ist super dumm von euch Samurais, oder? Ja. Ah, das sind die Blackbeard Pirates. Einfach mal so Krabben, weißt du? Ich meine, die machen da, ne? Rambazamba mit denen, als gäbe es gar nichts. Hier, kleine Gurgler. Huh? Die kleinen Kinder tun mir fast ein bisschen leid. Schaut sie euch doch an. Das sind Kinder. Kinder! Denkt doch einmal jemand an die Kinder. Mhm. Habt ihr Beef mit mir? Nicht, gell? Die Krabben, aber okay. Das heißt, wir gehen direkt wieder in Sneak. Heilen hier nochmal ein bisschen und so. Huh? Und machen uns dann weiter auf den Weg. So, wie viel Damage haben wir bekommen? Ja, scheißegal. So. Wir werden hochgeheilt. Steht ja vollkommen außer Frage. Na, den nächsten. Stark. Und der nächste. Easy. Und der nächste. Geil. Da lernen wir so mächtig dabei. Ich glaube, da werden jetzt einige gesnackt, oder? Wir müssen nur auf die Krabben aufpassen. Von denen sollten wir uns nicht erwischen lassen. Alles andere ist egal. Vielleicht hier die Zeit in dem Sinne nicht ganz so krass pacen. Eher ein bisschen ein Auge auf die Umgebung und dergleichen haben. Na, die Samurais fahren ganz gut Schlitten mit den Krabben. Sehe ich hier gerade, gell? Kommen einigermaßen klar, aber hat natürlich auch einige Opfer mit sich gebracht. Ja, komm, mach mal da weiter. Der ist im Sterben. Kinder, das geht doch einfach nicht klar. Okay, die haben nochmal Bock. So, und dann würde ich sagen, holen wir noch ein paar Krabben zurück ins Leben, oder? Vielleicht feiern die uns ja eines Tages, wer weiß. Mhm, Erholungskoma. Oh, die hier ist im Sterben. Geht natürlich gar nicht. Machen wir da gleich weiter. So, guck mal hier. Ist errettet. Nur noch bewusstlos, alles gut. Alter, die bladen schon gut rein, gell? Da sieht man halt mal, was ein vermeintlich gutes Geschick so kann. Klar, bei dem ist jetzt der Arm verletzungstechnisch. Ist das mit dem Geschick jetzt nicht so krass? Ja. Aber die haben schon echt coole Moves drauf hier. Das steht vollkommen außer Frage. Auch die ist im Sterben. Da weitergemacht. Haben die jetzt nochmal auf die Krabbe eingeprügelt oder wie? Ja, lasst mich bitte in Frieden. Ich bin hier nur, na? Ich hol das ab, was euch nicht interessiert, gewissermaßen. Mhm. Stark. Nächste. Wir healen uns da durch, Leute, aber komplett. So, ich glaube, jetzt können wir die Zeit wieder richtig pacen. Dürfte uns erstmal echt nichts mehr passieren hier, na? Schön die Krabben hochholen. Mhm. Ja. Holen wir die hier wieder hoch. Ah, chill mal, Alter. Was ist denn mit ihm schief? Er will also Ärger mit uns. Kann er haben, direkt nachdem ich meine Rüstung angelegt habe. Ne? Hier, schau mal. Wie sieht's aus? 3 Damage, ne? Haben wir den ersten Hit natürlich auf den Bauch bekommen. Na, ja, kann schon was, klar. Aber den holen wir ab, früher oder später, bin ich guter Dinge. Longsword wäre schon auch mal noch cool. Wie gesagt, spüre ich sehr hart. Ist eine geile Waffe. Meiner Meinung nach sehr underrated. Ist das überhaupt, oder ist das ein kleiner Hacker?
Das glaubt ein kleiner Hacker, oder? Kann das sein? Oder ist das das Longsword? Wir müssen nachher gleich mal nachschauen, was der da hat. Ich gehe mal stark davon aus, dass wir das hier gewinnen. Die Gurgler tragen da irgendwas weg, ne? Sind wir happy? Klar. So, guck mal rein. Kurzes Hackbeil, ja, gell? Ist gar kein Longsword, dachte ich mir gerade schon. Jo, was ging jetzt gerade ab? Okay, da habe ich wohl ein bisschen zu, Elan geladen ins Inventory reingeschaut. Das ist natürlich klar. Darf man nicht machen. So, wird hier weiter geheilt. Schießt er auf mich? Ist das dein Ernst, Junge? Ich bin hier gerade bei einer Mission. Ja, komm, die Einser-Hits, die kann ich eine Weile haben. Aber wenn es zu viele werden, ist ein bisschen scheiße für mich. Eventuell müssen wir da dann bald fliehen, wenn das noch viel mehr werden sollte, ne? So, einzelne immer wieder gehen auf jeden Fall klar. Na, wenn da mal 10 auf einmal aufstehen oder so, dann sieht es schlecht aus bei uns. Wann kriegen wir denn den ersten coolen Angriffsmove? Angriff 26, ich dachte, bei 20 kriegen wir doch bestimmt einen neuen Move so. Katana-Move. Ja, sowas hier. Da sieht es bis jetzt schlecht aus. So ein Shoulder-Throw-Hit. Ja, Mann, richtig geil. Genau sowas will ich auch können, Leute. Dass er da nicht nochmal zusticht. Sehr schade. Das wäre so cool. Das ist ein Langschwert. Na? Guckt euch mal an. Rüstungsdurchdringung ist okay. Schaden gegen Roboter-Tiere, klar. Na? Aber die Werte. Also bei einem eine mittelrangige Bergung ist ungefähr unnormaler Arsch. Ja? Und dafür schon Schnittschaden 0,5 und ein bisschen Stumpfschaden. Bei einem 0,9er Blutverlust. Das kann man schon machen. Also als Nebenhandwaffe, muss ich ehrlich sagen, fand ich das immer relativ interessant. Eieiei, ihr wollt doch jetzt hier nicht alle Beef, oder? Wer war denn das? Der Gurgler hier, oder wie? Ah, er hat schon geschossen gehabt oder geschlagen, obwohl er noch so im Aufstehen war. Wie hast du mir gerade 12er-Hit reingedrückt? Oh, er ist stark. Er ist stark. Ja, aber halt auch schnell wieder down. Nice, die Hits waren sehr wichtig. Mhm. Klasse. Ja, wir gehen da durch. Jetzt wieder ein Kind verhauen. Das tut doch einfach weh. Mhm. Oh. Ja, den hat's gut aus dem Leben geholt hier. Krabben sind alle verarztet, oder? Ich glaube, eine fehlt noch, oder? Ja, zwei fehlen noch. Brust minus 83. Bauch minus 53. Dann heilen wir erst sie hier. So, dann haben wir hier ordentlich was auseinandergenommen und ähnlich viele Leute geheilt, würde ich sagen. Ich sehe, dass der da aufsteht, aber jetzt heilen wir hier erstmal diese Krabbe. Er rennt eh weg, weil er gelähmt ist. Halt ein paar Leute, solche Geschichten. Na, ist einer von den Klugen, wie es aussieht. Du hast keine Chance gegen mich. Das Einzige, was du dir holst, sind ein paar Brüche. So, und dann sie hier noch, gell? Ja, easy. Und damit sind die alle wieder ready. Na, klasse. So muss es doch sein. Und weiter geht's für uns. Na, wir wollten hier runter und da gehen wir jetzt natürlich auch hin. So, sneaken wir mal nicht rum, oder? Ja, trotzdem mit 24 mph, das ist so super stark. Ich liebe alles daran. Na, laden hier. Ladezeiten hier natürlich crazy. Direkt mal ein bisschen saven, kein Bock, dass abstürzt oder so. Und wir hier alles nochmal heilen müssen, das würde ich jetzt nicht so sehen. Ja, so, was haben wir denn hier? Guck mal, das sieht doch auch mega cool aus, oder? Scheint mir auch neu zu sein. Geil. So, wer seid ihr? Ach, das sind die Piratenkapitäne. Metal Bone Pirates. Hi, sind wir cool miteinander? Aha, ahoi, ja moin. Aye, they be barely working skeletons. We managed to program them to roam around repairing and collecting things. They be handy indeed, matey. Okay, fair enough. Arr, I see. Arr. Ansehen bei hat sich um 2 verbessert, weil wir gesagt haben, arr. Arr. Habt ihr
zufällig Krabben da? Sieht nicht so aus, ne? Schade. Ja, sehr schade. Warum haben wir dann hier Allies gehabt? Okay, war irgendwie Quatsch. Dann gucken wir weiter, oder? Ah, das ist Säurewasser hier. Das ist natürlich denkbar ungünstig. Da bringt uns auch unser Säureschutz nichts, wenn wir in Säure schwimmen. Ah, es brennt. Ja, Whisper, ja, wir sind ja gleich wieder draußen. Ah. Hier, heil dich mal geschwind. Das ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Sniper Tower entdeckt. Aha, wo denn? Vielleicht sind da ja... Oh, hier auf dem Wasser. Ist ja auch gottlos. Alter, da steht da echt... Crazy. Okay, wo ist noch irgendwas Krabbenmäßiges? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass hier so gar nichts ist, oder? Hier ist ja wirklich nichts, was es zu entdecken gibt. Renn mal hier mal noch ein bisschen rum, oder? Irgendwie nach da oder so. Irgendwo müssen doch Gegner sein. Willst du Stress? Das kannst du gerne haben. Alter, Leute, diese Haltung mit der Waffe und wie sie damit rennt. Ich lieb doch alles daran. Sind da noch mehr, die Ärger wollen, oder wie? Oh ja, das sind vielleicht ein bisschen viele, Whisper. Na, ich schätze deine Euphorie, da richtig reinzugehen und dein Tatendrang, aber nee, lass mal. Nicht die beste Idee. Wir pacen den davon. So haben wir auch schon unsere 18 MPH. Sollen wir die hier nochmal machen? Die machen wir, bevor die ankommt, oder? Stark, ja. Und jetzt weg. Vielleicht kriegen wir dann einen Hit. Nee, nicht mal den kriegen wir. Perfekt. Nice. Noch alles mitgenommen, was geht. Wisst, wie es ist hier, ne? Klare Sache. Alter, wir sind so cool. Natürlich gucken hier wieder die Schenkel durch. Ich kack doch ab, Leute. Ich habe doch keine Chance. Ist das hier... ganz schön matschig, wie es klingt. Gut Feuchtigkeit im Boden. Vielleicht hätte man hier cool anbauen können oder so, ne? Wäre irre gewesen. Ich glaube, hier an der Küste geht eh nicht so viel. Schauen wir mal hier ins Landesinnere rein, oder? Vielleicht geht da ja was Wildes. Wen haben wir denn da? Blackbeard Brood. Ja, die sind irgendwie cool mit uns, oder? Die wollen auch alle immer mit uns reden, so. Die sind echt chillig. Mit denen will ich irgendwie keinen Stress. Ich finde doch Piraten lässig. Was soll ich denn sagen? Na, mit der Rüstung kann ich natürlich nicht sneaken. Und mit diesem Hemd erst recht nicht. Aber mit dem Helm müsste es gehen, oder? Naja, wenn wir nicht direkt enttarnt werden würden, würde das gehen, ja. So, jetzt kommen wir aber weg. Ja, früher oder später. Echt jetzt, der eine? Ja, den einen können wir schon schnell Kiel holen, ne? Wie die Piratenkumpels von uns sagen würden. Der wird jetzt auch Kiel geholt, oder? Und wenn seine zwei, drei Kumpels noch kommen, ist auch kein Problem. Wir haben genug Medic dabei. Oh, unsere Medics werden schon wieder knapp. Ja, da müssen wir natürlich gucken, dass wir jetzt keinen Scheiß bauen, gewissermaßen. Also vielleicht ist hier Flucht wieder die Wiese, das wird sich zeigen. Ja, müssen wir jetzt gucken. Alter, Leute, diese Haltung, ne? Man muss es sehen wie einen verlängerten Arm. Ich kack doch ab, Leute, es ist so sick. Ja, gell? Sieht ziemlich schlecht aus für euch. Hier mit deinen Sklaven, ne? Den fahr ich Schlitten, als gäb's keinen Morgen. Nicht schlecht, nicht schlecht. Gar nicht schlecht. Wen haben wir da? Na, kommt der mir zur Hilfe oder wie sieht's aus? Ja, Tatsache, guck mal, der hilft mit. Was hast du für einen Helm oder sind es deine beiden Zöpfe? Zwei Zöpfe. Ich kack ab. Die Frisur hatte ich in unserem Twitch-Playthrough. Ja, auch sehr cool. Hier wieder mit dem Hacker down, das scheint bei denen so ein Ding zu sein, ha? Oh, wow, wow. Mhm. Ja, die haben schon Moves drauf, gell? So ist es natürlich nicht. Auch gern Moves. Neue Moves wären schon cool. Oh, den hatten die beide stecken. Der Pirate Brood wurde gelegt, oder wie? Oder ist der schon wieder weggerannt? Ist schon wieder weg, oder wie? Knallhart. Ja, schnell geklärt und direkt wieder zurück zum Squad. Ist ja Logo.
Dann kommt nur beide her. Mhm. Einen haben wir geblockt. Dafür kriegt. Warum kriegt er denn Hits von dir? Räubersklave, Räuberblutroter. Hä? Habt ihr Friendly Fire an, oder wie? Stark. Und wie geht's uns? 1A eigentlich, ne? Na dann, weiter im Text, würde ich behaupten, oder? Wir wollen irgendwelche Feinde von den Krabbenleuten finden. Das wäre super cool. Am besten irgendwie so ein Headquarter von den Räuberblutroten oder sowas. Schauen uns hier einfach mal noch ein bisschen in der Nähe um. Irgendwo muss ja was sein. Ne? Hier haben wir unsere Crab People. Ja, das heißt, hier haben wir eh gar nichts zu befürchten. Wenn wir da in die Nähe gehen, kann es ziemlich gut sein, dass die sich für eine Stunde uns anschließen. Ja, das ist so, wenn man mit denen verbündet ist. Und ansonsten müsste ich jetzt echt mal gucken, wie man bei denen irgendwie Rang grinden kann. Na, das Ding ist, wenn man sowas googelt zu Kenshi Genesis, ist wirklich schwierig, irgendwas zu finden. Ach, ich überziehe ja gottlos. Alter Kenshi, du alte Zeitmaschine. Ja? So, sagen wir mal Moin hier bei unseren Leuten, oder? Hey Leute, ich bin's, Whisperwind. Wir kennen uns, oder? Krabbenbesitzer, warte. Ja? Wir vereinen unsere Kräfte. Perfekt, machen wir. Lass uns ein paar Hauträuber finden, die wir aufmischen können. Hauträuber. Okay, Skin Bandits. Da weiß ich, wo die chillen. Nämlich hier. Und da. Und vor allem auch hier. Na dann, lass mal ein paar Skin Bandits machen, ja? Klare Sache. Komm, wir gehen mal nach da und schauen mal, wie es ist, oder? Easy, Leute. Auf meinen Befehl, na? Ab in die Lande. Dürfen wir hier nicht hin? Route wird berechnet. Rein da, Leute. Kommt ihr nach? Die haben es nicht leicht. Ja, komm, wir berüsten uns auch. Wir fallen eh auf, wenn wir mit denen unterwegs sind. Haben super starke Verbündilis dabei, da machen wir gar keinen Kopf. Dann können wir auch ein bisschen langsamer unterwegs sein, ne? Dass die vielleicht noch so ein Stückchen nachkommen, zumindest. Okay, ja. Dann würde ich sagen, in der nächsten Episode schauen wir mal, wen wir mit denen so niedermetzeln können. Na, ich bin da sehr gespannt. Bis dahin wünsche ich euch was. Stay hydrated, stay Kenshi. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Euer P. Ade. Hey. Hier ab. Das Katana ist schon scharf.